Hallo und herzlich willkommen von der IFA. Wir haben jetzt einen ganz besonders spannenden Gast, und zwar Sven Schäffler, der hinter den digitalen Produkten von N24 steht und uns zur IFA die N24 Next App mitgebracht hat. Sven, erzähl mir ein paar Sachen dazu. Naja, wir haben jetzt extra zur IFA unsere neue App gelauncht, und das ist letztlich N24 Next. Das ist unsere Antwort auf das Fernsehen der Zukunft. Was kann ich denn hier machen? Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumgespielt und gesehen, das geht zum Beispiel. Ja, wir haben einmal natürlich das aktuelle TV-Programm. Das kann ich natürlich im großen Screen anschauen. Ne? Aber wir haben daneben eben auch noch drei weitere Channels, also insgesamt vier Stück. Wir haben einmal aktuelle Nachrichten rund um die Uhr. Wir haben die besten Dokumentationen rund um die Uhr und die besten Wissenssendungen. Ne? Jetzt sehe ich, dass sozusagen für mich ist das jetzt wie vier verschiedene Fernsehsender, wenn ich das richtig sehe. Das ist eigentlich N24 mal vier Fernsehsender in einer App. Okay, das rechne ich jetzt nicht schnell im Kopf aus, da falle ich nämlich hin, wie viel N wir danach hätten. Wir bleiben bei N24. Wenn ich jetzt aber richtig sehe, kann ich hier sogar noch das ganze Programm zumindest mir angucken. Kann ich es mir denn danach auch noch ansehen oder sehe ich nur, was gelaufen ist? Nee, ich kann, das ist ja das Feine an dieser Applikation, ich kann auf jedem Device, an jedem Ort das Programm schauen, was mich gerade interessiert. Also ich kann die letzten zwei Tage zurückgehen und mir genau die Sendung aussuchen, die mir jetzt gerade passt. Okay, das heißt, ich sehe hier wirklich vier Sender, 24 Stunden und das Ganze dann auch noch, wenn ich will, zu jeder Zeit. Das ist ja unfassbar viel Inhalt, der da stattfindet und super gut. Jetzt gibt es ein einziges Problem, was ich da noch sehe. Ich lege das hier mal ab. Und zwar ist es die Frage, wie funktioniert das, wenn ich zur Arbeit fahre? Da habe ich mein Datenvolumen, das ist schnell aufgebraucht, wenn das Video läuft, und zu Hause habe ich das Wi-Fi. Was mache ich da? Ja, da bieten wir jetzt in der neuen Applikation eine Download-to-Go-Version an. Das heißt, man kann jede Sendung, zum Beispiel meine Lieblingsdokumentation oder morgens die Nachrichten runterladen im WLAN zu Hause und dann in der U-Bahn einfach anschauen, und das belastet meinen Datentarif gar nicht. Okay, das ist natürlich ziemlich faszinierend. Das heißt, ich bin im Grunde immer wieder dabei, wenn ich jetzt großer Fan bin und viel bei euch gucke. Irgendwann ist meine Erfahrung, sind diese Mediatheken dann durchgeguckt. Wie macht ihr das? Erneuert ihr die Inhalte auch regelmäßig? Also wir schieben jeden Tag neue Inhalte rein. Aber natürlich, bestimmte Inhalte können wir nur eine bestimmte Zeit vorhalten. Das heißt, eine Dokumentation ist in der Regel so eine Woche verfügbar. Ne? Aber keine Sorge, es kommt immer wieder frisches Material rein. Okay, das ist ja das Allerwichtigste. Für alle, die jetzt noch Zweifel haben, dass das das Richtige ist, diese App gibt es, und jetzt will ich nichts vergessen, für Android, für iOS, für Smart TV, und ich glaube, wir finden kaum ein Device, wo es das nicht gibt. Wenn Sie zu Hause ein Device haben, das nach 2010 in den Markt gekommen ist, wo es diese App nicht drauf gibt, dann sagen Sie uns über Facebook oder sonstige sozialen oder digitalen Kanäle Bescheid. Wir kümmern uns darum. Nicht das Nokia 3210 bringen, aber auf jedem Curve TV einfach mal installieren oder eben auf dem iPad oder auf dem Android oder auf dem Tablet und dem Phablet und dem anderen. Einfach installieren und N24-Inhalte genießen, wo auch immer Sie sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sven. Und danke, viel Erfolg mit der App. Danke. Tschüss. Viel Spaß noch auf der IFA.